alles ein bisschen hin und her gewuselt gerade. Wir gehen dann gleich noch ein bisschen auf Reisen. Nein, ich will immer die Waffe durchschalten oder das Werkzeug. Und dann, ja. So, Kollege. Nick, bleib mal hier. Hier, ich hab was für dich. Nämlich eine Spritze für den Po. Geht's ihm besser? Kann ich das Lager eigentlich nochmal aufwerten? Generator und das Fließband, ne? Fließband ist die Frage, wie groß ist das Ding? Ich gehe erstmal pennen. Wenn die hier alle fleißig sind. Dieser Perl scheint bedrückt zu sein. Der hat da gerade eine Spritze bekommen, damit es ihm besser geht. Der hat doch alles, was er braucht. Der braucht doch nicht bedrückt zu sein. So. Will fertigen. Machen wir mal Folgendes. Wenn du mir helfen willst und so. Mal hier oben ist Acker und so ein Kram, ne? Hier sind Beeren, hier sind Beeren, hier ist Weizen. Kannst du kochen? Ne, kannst du nicht. Mark war fleißig der Hand gekommen. Aber dann kannst du dich auf dem Acker mit beschäftigen. Mark hat gekocht. Ich hoffe, es ist nicht angebrannt. So. Such dir mal was anderes. Gehst du nach oben? Jo. Ah, das meine ich allein. Das passt. Das wollte ich testen. So. Hier ist einer drin. Großartig. Das ist nicht sehr toll. Hier sind zwei drin. Okay. Das Eisen fertig? Ja. 24. Echt jetzt? Meine Hoffnung ist ja, dass die Pistole schneller ist als das andere Ding. Die Pistole. Mach mal. Keine Ahnung. Ah, 25 Stoff. Falls da jemand Bock drauf hat. Was macht der denn? Weil. Ich tue das Actu-Dir jetzt erstmal wieder in die Kiste. Was ist denn mit dem? Kann sich mal eine Pause gönnen. So. Zack. Xenomorph, genau. Oh, noch jemand mit Bergbau hier. Oh, noch ein Dumot. Gut. Und dann. Frage. Ja, der war Level 30, ne? Da habe ich nicht die entsprechenden. Ist hier unten eigentlich noch was? Ich meine, die Karte ist noch riesenscheiß groß, ne? Oder einfach mal. Mehr Kollege. Oh, da scheint irgendwas zu sein. Das sieht aus, als würden wir Superman besuchen. Festung der Einsamkeit. Gehen wir einfach mal runter und gucken wir mal. Ob da noch was ist oder nicht. Platsch. Oder? Ich meine, theoretisch. Ich meine, die Karte ist riesenscheiß groß.
You never know. Oh, sehr cool aus. Mir graut ehrlich gesagt schon so ein bisschen vor Enshrouded. Das steht auch in ein paar Wochen als Aufnahme an. Also wenn wir das, wir haben jetzt Ende April, 4 bis vielleicht 8 Wochen, will ich mit Enshrouded mal mit der Vorproduktion anfangen. Zusammen mit Shaxur, vielleicht auch noch mit Mondi, das weiß ich noch nicht, wenn die Lust drauf hat. Und ich habe bei Gronkh im Let's Play reingeguckt und die Karte ist auch so riesengroß. Verbrechen wird begangen? Wieso wird ein Verbrechen begangen, wenn ich hier hingehe? Kriege ich auf den Sack? Ich verliere kein Leben, ne? Level 18. Das mit dem Verbrechen mir ist gerade, ist mir egal. Das ist, was ist das eigentlich hier? Eiktyrdir Terra. Schlaues Technikhandbuch, okay. Okay. Benutzen. Ein Tech-Punkt. Cool. Terra heißt doch Erde, ne? Genau. Hoppala. Komm mal her. Der hielt aber ganz schön zu hier, der Kollege. Faxur, mach mal. Aber hau ihn nicht um! Yikes! Hey! Oh nein! Huhu! Nein! Rein da! Terra. Interessant. Fragil, ja, so sieht der schon aus. Aber ich frage mich, warum es heißt Verbrechen begangen. Darf ich hier nicht rumlaufen? Ich meine, die sind jetzt nicht super hoch im Level, was schon mal ganz gut ist. Azurobe. Ich kann jetzt nicht gucken, was der für Fähigkeiten hat, ne, weil der zu Hause ist. Wasser und Drache. Ah, der ist Wasser. Da soll ich Shaxur nicht draufhetzen? Wie ist mit dir? Mach's nicht gleich tot. Also nicht komplett. Hier. Rein den Ball, da bist du safe. Coole Sache. Das mit dem Verbrechen ist halt echt merkwürdig. Als wenn das hier heiliges Land oder irgendwas wäre. Aber im Endeffekt, wir werden auch ständig von irgendeinem Scheiß angegriffen. Hübsche Blumen. Mittelgroße Übungsfibel. Gibt es ein Perl Erfahrung? Okay. Antikes Technikhandbuch. Verbrauchsgegenstand. Antik-Technologie-Punkte zu erhalten. Das ist nice. Komm her. Mal hier hoch. Schon super interessant aus hier.
Noch einer, ne? Von der Sorte. 22 Azurobe. Gibt's das gute Zeug, ne? Milizgardist. Ja, natürlich. Team Rocket ist incoming, oder was? Wanted. Ja, der hat doch angefangen. Oh, da ist noch einer. Völlig unbeeindruckt. Okay. Sehe ich, dass er völlig unbeeindruckt ist. Der steht hier nur dumm in der Gegend rum. Oh. Level 40. What? Macht Chuck Sudi da? Ja, sieht danach aus. Ertappt, ja. Okay, Panking. Level 19, okay. Ist erstmal in Ordnung. Lasse machen. Hier, mach mal. Danke. Was ist denn das? Hat Eisen? Erz. Das ist aber nur Erz, okay. Ich nehme mal ein bisschen was mit, während die sich da. Aber warum darf ich in die. Oh, Vital-Amulett. Sehr cool. Hier ist doch eigentlich nichts weiter. Ich meine, hier steht jetzt irgendwelche Miliz rum. Obelix kriegt ganz schön auf den Sack. Mit Schaxur besser durchgehalten. Rosa, Laser. Hey, ciao. Naturschutzgebiet. Ach, deswegen. Alles klar. Verstehe. Au, 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 au. Runter, runter. Naturschutzgebiet. Alles klar. Das hätte ich nie als Naturschutzgebiet eingestuft hier. Elektroschuss. Ich meine, wir hatten eine Aufgabe, so ein Naturschutzgebiet zu besuchen, von daher. So. Dann gehen wir mal höher hier. Wir wollen hoch hinaus. Alter, hör auf. Ciao, bin weg. Echt cool gemacht. Aber hier ist Schluss, ne? Ist hier die Karte zu Ende? So. Solange mich das Spiel nicht killt, geht der Wanted-Status auch mal wieder weg? Willst du mich trollen im Wasser? Alter. Hä? Wieso spawnen die hier am Arsch der Welt? Im Wasser. Was ist das denn? Au, 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 au. Nicht sterben, wenn ich hier verrecke, ist echt scheiße. Ah.
La 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 la. Wir müssen zusehen, dass wir hier wegkommen. Ja, genau! Kann ich Nightwing irgendwie heilen? Nee. Keine Medizin dabei. Ja, verpisst euch! Alter. Haut ab! Geht weg! Verschwindet! Sauft ab, ist mir egal! Mach mal einen großen Bogen. Scheiße. Ich meine, hier unten... Achso, hier ist der Cursor auch Schluss. Ich dachte, ich gehe mal stark davon aus, dass die Karte zu Ende. Oh boy. Sagt, wie werde ich denn den ollen Danger Status da wieder? Entweder von alleine oder wahrscheinlich durch Sterben, oder? Nee. Alles klar. Scheint weg zu sein. Hoffe ich. Ich habe es zwar noch über den Kopf, aber... Und Nightwing... Guck mal, läuft die Aufnahme noch? Ja. Nightwing scheint sich von alleine so ein bisschen zu erholen. Das ist sehr gut. Ja. Vor allen Dingen, da sind zwei Viecher. Also da war... Na, drei. Das Penking... Das Aiktudier Terra. Und, wovon nur eins rumrannte, so wie es aussieht. Und dieses andere Drachenvieh. Aber die haben ganz schön ausgeteilt da drüben. Die waren Level 40 teilweise. Huha. Aber die Kisten waren geil vom Loot her. Warte mal. Tech-Punkte, Tech-Punkte. Die anderen sind für die Perls. Die spare ich mir tatsächlich auf, wenn ich irgendwelche Perls habe, wo ich weiß, die will ich definitiv hochprügeln. Die sind... Na, bei Pokémon würde ich jetzt sagen, das ist ein 100er IV, sozusagen. Also ein richtig, richtig gutes, ein perfektes quasi. Da oben ist auch noch ein Turm. Das ist nicht der Einser-Turm, oder? Ach nee, ist das der? Das wäre ganz schön weit weg. Bruderschaft der ewigen Lohe. Ah, okay, warte. Das ist was anderes. Aber wie die einfach mal im Wasser gespawnt sind, ne? Alter. So, bisschen Gas. Ich meine, wir können nicht absaufen. Ich brauche selber keine Ausdauer auf dem Wasser. Nightwing verliert zwar seine Ausdauer, aber sie geht wieder hoch dann. Ja, gut. Noch ein paar Meter. Da ist eine... Ja, geh mal nach da. Da ist eine Lüfmuk-Statue. Uha, mit einem blauen Auge davongekommen. Oh, die sind alle nur Level 18. Die kann ich ja super einfangen. Das sind alles Low Level. Level 40. Oh. Wie ist es eigentlich, wenn ich meine Ausdauer skille? Ich denke jetzt nur laut. Zählt das auch für die Perls? Nee, ne? Das gilt nur für mich dann, oder? Was ist ein Ei? Das ist ein Ei, ne? Das ist Nightwing. Windhauchinsel. Ja, ein düster Ei.
Aufwärts. Sehr cool. Wir brauchen jetzt 15 Stück oder so für das nächste Update, ne? Das ist ganz schön fett. Ich hoffe, die sind zu Hause fleißig, was das Erz angeht. Ach, da drüben ist das Univolt. Nee. Das lassen wir mal lieber. Das wäre ein wenig zu früh. Abgesehen davon, dass ich da mindestens grüne Perlsphären für brauche. Was war das gerade? Da war irgendwas. Ach. Moment. Na! Brauche ich euch eigentlich noch? Jungs! Gucken wir mal. Hey, war der letzte. Cool. Oh, haben wir dich schon? Ich glaube einmal, oder? Oder haben wir dich überhaupt schon? Au. Weiß gar nicht. Hier sieht auch cool aus. Ein Ruby. Nee, wir hatten was ähnliches, ne? Ruby hatten wir, glaube ich, noch nicht. Ach doch, haben wir schon. Drei Stück. Lambal haben wir auf jeden Fall voll. Chickipie haben wir auch voll, glaube ich, oder? Ah, da sind noch Ruby. Da können wir die mitnehmen. Oh, da sind auch noch welche. Sehr cool. Oh, ein Level-Up machen vielleicht. Hey. Sag mal. Komm, was hackt? Was ist das denn? Frech. Aber noch frech. Was? Hoppala. So, jetzt aber. Na, abhauen ist nicht. Ich meine, der laufende Wackelpudding da, der darf, aber ey, wehren ist auch verboten. Brauche ich da eigentlich, die habe ich glaube ich nur ein oder zwei von, wenn überhaupt, ne? Oh, sogar ein paar mehr. Kativa weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ist das? Sieht nach Boss aus. Wie viel haben wir eigentlich von denen? Oh. Ja, gut. Die waren jetzt so low level, dass ich erwartet habe, dass sie. Aua. Oh, die haben wir voll. Weg. Schakshu, das geht aber besser. Stellt sich aber an heute. Das haben wir schon mal besser gesehen. So.
Brancherie als Boss. Interessant. Melambe war eins schon gefangen, aber kein Boss. Wo ist es denn? Vor allen Dingen, wie hoch ist es? Da drüben ist die Liftmunkstatue. Oh, die Lampe, ne? Oh, wie geil. Nachts was sehen. Einfach fantastisch. Das ist ein paar Meter. Da unten ist es. Level 23. Ich meine, das ist ein Pflanzenviech, ne? Und es schläft. Schlief. Halt. Ein Prozent, okay. Da. Ich brauche unbedingt eine bessere Waffe, beziehungsweise Munition für die Waffe. Wir haben Eisenmangel und ja, Schwarzpulvermangel wahrscheinlich auch. Ich hoffe mal, er macht es nicht tot. Au. Ich da schon? Naja. War klar. Versuch war es wert. So, einmal noch Shaxur. Aber mach's nicht kaputt. Wie gesagt. Fünf Prozent, naja, mal gucken. La 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 la. War zu früh. Tada! Boss. Erster Boss. Ja gut, erster Boss im Sinne von Brancherie-Boss hier. Sehr, sehr cool. Tiefen haben wir, glaube ich, auch genug. Von denen haben wir noch nicht genug. Mal, wie viel da noch fehlen. Oh, die haben auch voll. Okay. So, hier war doch noch. Eine Liftmunkstatue habe ich doch gesehen, oder? Auf jeden Fall liegt hier eine grüne Sphäre, die nehme ich gerne mit. Da oben drauf, ne? Da drüben, genau. Ich habe doch was gesehen aus der Ferne. Mal schauen. Mal die Küste eigentlich mal abfliegen, ne? Und dann. Man, eigentlich müsste man das ja auch nochmal erkunden dann.
Wir gehen erstmal hier an der Küste entlang. Ah, Daydream, da haben wir auch noch nicht so viele, ne? Du bist Level 4. Ja, mit dir sollte ich klarkommen, hoffe ich mal. Kativa, ja, die sind kein Problem. Aber Kativa haben wir voll, glaube ich jedenfalls. Ist schon wieder so eine Ruine, ne? Das Wasser sieht ungesund aus bei Nacht. Ne, der war so langsam, ne? Gerade überlegt, ob ich den King Packer rauslasse, den Obelix zum Reiten, aber der ist so lahm. Oh, gratis Zeugs. Jede Menge. Das ist ein Foxbox, aber der haben wir, glaube ich, auch voll, oder? Guck mal. Bin mir gerade nicht sicher. Jetzt haben wir ihn voll, sehr schön. Ribbini, kennen wir dich? Weiß gerade nicht. Sagt mir jetzt jedenfalls nichts. Für ein Level 3 erhält er ganz schön was aus. Ein feuchtes Jumbo-Ei. Das klingt ekelhaft. Ne, der ist neu. Wieder ein Naturschutzgebiet, das würde mir. Oh, Dinosaur. Level 13, ja dann, komm mal mit.